schauen wir mal in die nächste Rohrschweißer-Situation rein. Rechtsseitig von der Wand wird ein Doppelrohr KMR-Rohr reingeführt, linksseitig in den Raum, kann man ja schön erkennen. Zwischen Wand und dem oberen Rohr ist kaum Platz. Ihr seht, wie er sich positioniert hat. Die Verdrehung geht mehr in die Beine, leicht abgestützt, kniend, eventuell so, wie er es sich am besten gestalten kann. Das geht in die Oberschenkel, das geht in den Rücken, nach hinten gebeugt und gleichzeitig den Freihandstil rechtzeitig umsetzen und den Lichtbogen von unten nach oben beobachten. Den Schweißdraht führen von oben. Der wird sich sicherlich da irgendwo an der Wand oder am Rohr mit dem Arm abstützen, sonst kann das nicht ruhig führen. Es geht gar nicht anders. Ledermaske ein bisschen hilfreich. Ihr seht auch die Reflexionen von dem Lichtschein beim Schweißen. So, jetzt könnt ihr mal die Position gut beobachten, die er eben hatte. Er wechselt jetzt mal die Position. Also nach hinten gebeugt. Jetzt verdreht er sich. Er kann mit links auch schweißen, stellenweise, ist auch ein Vorteil. So, ihr seht anhand dieser Haltungsnote, wenn wir uns das mal vorstellen, die Beine sind eingeknickt, der Rücken 100% gestreckt, rechter Arm oben auf dem Rohr, was gleichzeitig dazu führen soll, dass der Schweißdraht ruhig geführt werden kann und er sich aufstützt, damit das Körpergewicht ein bisschen abgefangen wird. Er versucht mit dem linken Arm den Freihandstil umzusetzen. Pendeltechnik brauchen wir gar nicht drüber nachdenken in der Situation. Also man kann es erkennen, das ist nicht einfach, ruhig zu bleiben. Die ganze Kraft, die ganze Konzentration geht in den Oberkörper, geht in den Schweißbrennerbereich, in dem linken Arm. Man kann es erkennen, so ein bisschen am Lichtbogen flackern. Da ist wirklich 100% Konzentration angesagt und die Belastung ist natürlich dementsprechend hoch, weil die gesamte Kraft in den Oberkörper, in den Halsbereich, in den Kopfbereich reingeht und in die Hände. So ein bisschen Fallnaht umsetzen, wie es möglich ist, hätte ich auch gemacht an der Stelle. So, und die nächste Position kommt in kleine Pause, die er jetzt erstmal macht. Das ist verständlich, das muss erstmal abgearbeitet werden für ein paar Sekunden. Arm habt ihr gesehen, ja, das ist logisch, das ist ganz klar. So, die nächste Position, die ihr jetzt hier seht, das ist dann eher eine erholsame Situation, von der Seite auch hochzuschweißen. Den anderen Teil von der Naht. Wir haben hier drei Lagen, Wurzel, Zwischenlage, Decklage, die da umgesetzt wurde. An der Stelle herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video. Herzlichen Dank für den Daumen hoch und das Teilen von dem Video und der Videos hier auf dem Rohrschweißer YouTube-Kanal. Wenn es euch gefällt, den Daumen hoch und ihr könnt natürlich gerne eure Erfahrungen und Kommentare in den Chats setzen. Viel Spaß weiterhin bei den Lernvideos im Rohrleitungsbau.